Hallo an alle und einen schönen guten Abend. Laut meiner Uhr wäre es jetzt genau so 18 Uhr. Und dann würde ich sagen, einmal wir starten. Ja, heutiges Thema ist selbst erstellte Videos und Animationen im Primarstufenbereich. Mein Name ist Park Müller-Dominik. Ich selbst bin Grundschullehrer in Österreich an einer Volksschule in Linz, an der Praxisschule der Pädagogischen Hochschule Oberösterreich. Bin dort neben dem, dass ich Volksschullehrer bin, auch Administrator, Praxislehrer sowie auch in der Studentenausbildung tätig und seit kurzer Zeit auch Epiprofessional Teacher. Ja, dann würde ich auch gleich sagen, starten wir auch gleich los mit sozusagen unserer ersten App, die ich herzeigen würde. Hierbei handelt es sich um Keynote. Keynote ist ja eigentlich die Präsentations-App von Apple. Es ist aber hier relativ einfach und sehr leicht möglich, Animationen mit den Kindern zu gestalten. Überhaupt gleich im Volksschul- bzw. im Grundschulbereich und im Grundschulalter. Und damit Sie mal eine kurze Vorstellung bekommen, was meine ich denn mit Animationen, zeige ich Ihnen jetzt einfach mal kurz ein Auto, was einmal ein Kind animiert hat von mir. Bei dem Kind handelt es sich um ein Kind aus der ersten Klasse Volksschule und Sie sehen, dass es eigentlich wirklich schon beeindruckend ist, was nicht alles mit Keynote relativ einfach zu machen ist. Und diese sozusagen Einführung mit solchen Autos, Blumen zum Gestalten, brauchen wir dann dafür einfach im späteren Folge dann, damit wir auch wirklich so eigene Tutorials und Animationen mit den Kindern in der Schule gemeinsam erstellen können. Und jetzt würde ich Ihnen gleich einmal zeigen, wie denn so eine eigene Animation in Keynote zu machen ist. Und dafür schalten wir jetzt gleich einmal zu meinem iPad. Sie sehen, ich bin bereits in der Keynote-App drinnen und würde jetzt einfach einmal oben beim Pluszeichen eine neue Präsentation erstellen mit Thema auswählen und wähle einfach gleich einmal sozusagen einfach ein weißes Thema aus. Als nächsten Schritt gehe ich links unten wieder auf das Plus-Symbol hin, gehe drauf und dann scrolle ich einmal nach oben, damit ich ganz unten angelange und eine leere weiße Folie bekomme. Diese wähle ich jetzt einfach mal aus und habe somit jetzt gleich einmal meine leere weiße Oberfläche und könnte dort sofort zum Zeichnen loslegen. Ich selbst bin leider ein ganz schlechter Zeichner. Und habe mir hier einfach eine kleine Hilfe gemacht, beziehungsweise könnte man auch sagen, einen kleinen Schummel. Und dafür machen Sie es jetzt so, dass wir uns jetzt einfach einmal ein Bild hereinholen, was man dann im Hintergrund bemalen. Und hier ein kleiner Trick einmal. Ganz oben sehen Sie drei Punkte. Die wähle ich jetzt einmal aus und gehe dann in den Split View. Das heißt, ich kann mir jetzt nebenbei eine zweite App aufmachen, damit ich dann beide Apps nebeneinander habe. Dafür öffne ich die App Safari, unser Internet ganz unten, schwarz ausschaut wie ein Kompass. Gehe ich drauf und habe schon somit beide Apps nebeneinander offen. Im nächsten Schritt besuche ich zum Beispiel jetzt die Seite Pixabay. Und suche mir da jetzt zum Beispiel auch einfach ein Auto heraus und wähle aber nicht All Images, sondern wähle mir noch Illustrationen aus, damit es einfach kindgerechtere Fotos gleich sind. Der Vorteil an Pixabay ist einfach, dass diese leicht zu veröffentlichen sind und man auch bei den Lizenzen nicht so gut aufpassen muss, da diese Creative Commons Lizenzen haben. Und mir zum Beispiel gefällt jetzt dieses weiße Auto und das würde ich jetzt gerne nachzeichnen. Und der Vorteil ist an diesem Split View ist, dass ich jetzt nur auf das Auto draufdrücken muss, lange oben bleiben,
Und ich ziehe was einfach in meine Keynote-App hinüber und habe das Auto sofort in meiner Folie schon drüben. Und beenden kann ich das Ganze wieder, indem ich in der Mitte auf diesen kleinen grauen Balken gehe, den wähle ich aus und wenn ich den treffe und ziehe das einfach das Ganze wieder nach rechts und habe somit wieder nur mehr meine Keynote-App offen. Jetzt wähle ich das einmal aus, kann das einfach das Bild jetzt, solange es mit diesem blauen Rahmen und den blauen Punkten umgeben ist, kann es sich einfach hin und her verschieben, könnte es größer machen, kleiner machen und so weiter. Wir wollen ja jetzt dieses Auto einmal animieren, das heißt, ich ziehe mir es da ein bisschen größer. Und damit ich mir beim Zeichnen es einfach leichter tue und meine Konturen besser erkenne, gehe ich jetzt noch rechts oben auf den Pinsel und gehe bei der Deckkraft etwas herunter, so auf circa 30 bis 40% und kann dann auch schon mit meinem Stift sofort loslegen zum Zeichnen. Funktioniert sofort und könnte ich jetzt schon einfach zum Beispiel einmal die Umrandung machen. Funktioniert aber auch, wenn Sie jetzt keinen Stift haben. Das schauen wir Sie sonst auch dann sofort an. Wenn Sie dann sagen, okay, passt super, ich habe jetzt mein Auto schön und ordentlich fertig animiert, vielleicht ein bisschen schöner, so wie es ich jetzt gemacht habe, dann gehen Sie links oben wieder auf Fertig. Wenn Sie jetzt vielleicht eben keinen Stift haben, dann geht auch folgendermaßen, Sie gehen wieder oben auf die Bilder hin, die da ganz oben sind, und wählen dann einfach Zeichnen aus. Und dann können Sie auch schon mit Ihrem Finger loslegen. Sollte es vielleicht trotzdem auch nicht gehen, dass es auch mit dem Finger zum Zeichnen funktioniert, dann ist es meistens das Problem, dass in den Einstellungen angemerkt ist, dass Sie nur mit dem Stift zeichnen. Und wie kommen Sie dahin? Ganz einfach, indem Sie da rechts unten zur Stiftauswahl gehen, wo Sie auch die ganzen verschiedenen Farben haben. Dann wieder die drei kleinen Punkte da rechts auswählen und dann gehen Sie auf Pencil-Einstellungen und hier kommen Sie sofort zu den Einstellungen. Da haben Sie die Möglichkeit, nur mit Apple Pencil zum Zeichnen oder auch eben dann, wenn Sie keinen haben, müssen Sie das deaktivieren und dann können Sie auch mit dem Finger zeichnen. Ich habe meinen Stift, daher aktiviere ich es, sonst komme ich manchmal durcheinander mit dem Verschieben und das iPad weiß sofort, ich mache nur mit dem Stift zeichnen. So, ich habe da jetzt mein Auto noch. Wir könnten dem, weil wir es noch offen haben, ein gelbes Fenster geben und gehen jetzt auf Fertig. Im nächsten Schritt schieben wir jetzt einmal unsere gezeichnete Animation ein bisschen nach oben und wählen wieder das Auto im Hintergrund aus. Und Sie sehen, es kommt sofort so ein kleines Pop-up-Fenster auf, wo Sie zum Beispiel jetzt das Ausschneiden, Kopieren, Löschen und so weiter können. Und in unserem Fall wollen wir jetzt einmal das Auto weghaben. Das heißt, wir gehen auf Löschen. Gehe ich wieder auf meine Animation, einfach einmal hinaufklicken, ziehe es mir wieder in die Mitte und habe schon eigentlich sozusagen meine Zeichnung. Jetzt ist nur mehr die Frage, wie können wir es animieren? Ganz einfach, Sie gehen rechts oben im Eck, sehen Sie den Kreis mit den drei Punkten, diesen wählen Sie aus und dann gehen Sie einfach auf Animieren. Und jetzt haben Sie schon die Möglichkeit, verschiedene Animationen auszuwählen. In unserem Fall wollen wir links unten auf Aufbau hinzufügen gehen und dann wählen wir aus Linie zeichnen. Und Sie sehen schon, sofort animiert er mir meine Zeichnung. Was vielleicht beim Zeichnen noch wichtig ist, was Sie kurz gesehen haben, bedenken Sie auch, wo Sie beim Auto zum Beispiel anfangen, in welcher Reihenfolge Sie zeichnen, weil das iPad animiert genau dieselbe Reihenfolge, wie Sie jetzt auch gezeichnet haben.
Wenn ich sage, okay, ich habe die richtige Animation, wähle ich wieder links unten mein X aus. Und könnte auch, wenn ich sage, das ist mir jetzt ein bisschen zu schnell gegangen, die Animation, dann bleibe ich da, wo Linie zeichnen Aufbau ist, bleibe ich ein bisschen länger mit meinem Finger oben, gehe wieder herunter und schon macht sich hier ein neues Fenster auf. Und hier könnte ich jetzt eben zum Beispiel die Dauer meiner Animation ändern. Könnte ich jetzt sagen, okay, ich möchte jetzt, dass es ein bisschen länger dauert, mit 10 Sekunden. Und könnte mir das, wenn ich jetzt hier auf diese blaue Play-Taste gehe, gleich anschauen und ausprobieren, ob es mir jetzt so besser gefällt. Wenn ich sage, okay, passt, bin zufrieden, gehe ich links oben wieder auf Fertig und hätte schon meine erste fertige Animation. Wir wollen ja eigentlich aber auch das Ziel hier haben, dass wir wirklich mit den Kindern, aber auch gemeinsam, beziehungsweise dann auch eigenständig, eigene Tutorials gestalten und entwickeln. Und als Beispiel dafür zeige ich Ihnen jetzt kurz zum Beispiel, wie wir den Wasserkreislauf in der Volksschule gemeinsam mit den Kindern erarbeitet haben. Und dafür haben die Kinder mit mir gemeinsam eigenständig zum Beispiel wirklich diesen Wasserkreislauf selbstständig sehr simpel animiert. Sie sehen als erstes, kommt sozusagen der See, die Sonne, das Wasser verdampft, dann kommen die Wolken. Die werden dann immer schwerer, es regnet wieder und dann kommt es sozusagen wieder zum Schluss. Und genau wie diese Animation jetzt funktioniert, schauen wir uns jetzt auch in meinem nächsten Schritt an. So, dafür gehen wir wieder links unten auf unser Plus und öffnen uns aber wieder eine leere Folie. So, wir beginnen einmal mit dem Titel. Wir haben gesagt, wir wollen den Wasserkreislauf. Das heißt, wir nennen einmal ganz vorsichtig der Wasserkreislauf. Ich sehe noch, ich habe noch einen falschen Stift ausgewählt. Gehe rechts unten, wähle mir einen Stift aus in der Farbe, den ich möchte. Gehe rechts oben nochmal auf zurück und kann sofort nochmal losstarten und kann schreiben der Wasserkreislauf. So, wenn ich sage, ich bin zufrieden, gehe ich links oben einmal auf Fertig. Und Sie sehen, ich habe sofort meinen Wasserkreislauf einmal hingeschrieben. Nächster Schritt möchte ich mal jetzt darüber überlegen, okay, ich bin jetzt nicht so der gute Zeichner, ich mag mir jetzt nicht alles selbst zeichnen, ich möchte mir auch ein paar Bilder hereinziehen. Das heißt, ich gehe wieder rechts oben, oben in der Mitte auf die drei Punkte, wähle Split View aus. Wähle wieder jetzt mein Safari, mein Internet aus und suche mir jetzt einmal einfach hier zum Beispiel einen See. Und wähle dann, suche mir was aus, was mir noch gefällt. Wähle jetzt einfach gleich nochmal das erste Bild heraus, ziehe es herüber. Dann weiß ich zum Beispiel, ich brauche auch eine Sonne. Selbe wieder. Wieder aus, suche mir eine Sonne, die mir gefällt und ziehe diese auch einfach herüber. Wenn ich dann sage, okay, ich habe jetzt alle meine Bilder gefunden, die ich nehmen möchte, gehe ich wieder mit auf den grauen Balken und ziehe den wieder ganz nach rechts und habe schon nur mehr meine Pages App offen. Im nächsten Schritt gehe ich einmal einfach mit Fingerdruck einmal hinauf auf das Bild. Und sortiere mir jetzt nochmal die Bilder so hin, wie ich sie haben möchte. Das heißt, da kommt der See her. Dann machen wir es auch noch ein bisschen kleiner. Hier oben kommt dann unsere Sonne. Und wenn ich dann meine Bilder so angeordnet habe, wie ich sie möchte, kann ich auch schon im nächsten Schritt sofort sozusagen meine Zeichnung hinzufügen. Das heißt, wir könnten jetzt wieder machen, was heißt, wir brauchen einmal unsere Pfeile nach oben, weil das Wasser verdampft.
Dann entstehen hier unsere Wolken. Und aus der Wolke entsteht dann noch eine dunkle Wolke. Jetzt wähle ich unten gleich wieder eine andere Farbe aus, damit wir einmal sozusagen die Wolke ein bisschen dunkler gestalten können. Die füllen wir mit Schwarz aus. Dann wechseln wir auch einfach einmal die Farbe, damit wir hier, jetzt habe ich daneben gedrückt, damit wir hier unseren Regen simulieren und so weiter und so weiter. Bin ich zufrieden? Bin ich mal fertig? Links oben fertig auswählen. Jetzt sehen Sie gleich einmal, jetzt haben wir mal aber ein kleines Problem, weil ich möchte ja eigentlich jetzt nicht, dass der Wasserkreislauf und bei der das automatisch mit der Wolke animiert wird und der Wasserkreislauf gemeinsam jetzt mit der schwarzen Wolke. Hier gibt es aber einen ganz einen leichten Trick, wenn man sagt, oh je, jetzt hat auf einmal alles da gemeinsam markiert. Wenn ich da jetzt auf Wasserkreislauf gehe, das möchte ich jetzt aber gar nicht, dann drücken Sie einfach dorthin, wo Sie sagen, okay, das möchte ich jetzt bearbeiten, damit er dieses Fenster aufmacht. Dann wählen Sie gleich neben dem roten Löschen aus, gehen Sie wieder auf Zeichnen bearbeiten. Rechts unten dann wählen Sie den letzten Stift ganz rechts aus und markieren jetzt einfach das, was Sie mal separat haben möchten. Ich brauche zum Beispiel mal den Wasserkreislauf, möchte extra haben und gehe dann auf Separieren. So, das andere, das passt wieder aus einer Animation. Der und die Wolke passen ja auch noch nicht. Das heißt, auch hier gehe ich wieder auf Zeichnen bearbeiten, gehe wieder auch rechts unten auf den Stift, wähle den Stift ganz rechts aus. Und markiere mir jetzt einfach die Wolke und gehe auch hier wieder auf Separieren. Und jetzt, wenn ich durchklicke, habe ich genau alles so einzeln, wie dass ich mich, damit ich jetzt jedes einzeln schön animieren kann. Und der letzte Schritt, der hier jetzt nur mehr notwendig ist, dass ich rechts oben wieder auf den Kreis mit den drei Punkten gehe, auf Animieren. Und jetzt kann ich jedes Step by Step so wie vorher einfach animieren. Wir fangen mit der an, wieder links unten auf Aufbau hinzufügen, Linie zeichnen. Dann bin ich zufrieden, klicke wieder auf Beenden, wähle Wasserkreislauf aus. Dasselbe wieder, Aufbau hinzufügen, Linie zeichnen. Bin ich zufrieden, mache ich wieder mit links unten auf mein X und sage so, als nächstes möchte ich animieren unseren See. Der soll jetzt hereinkommen, das heißt wieder Aufbau hinzufügen und hier wählen wir einfach Erscheinen zum Beispiel aus. Dann möchte ich als nächstes, wähle ich die Sonne aus, Aufbau hinzufügen und sage, die möchte ich gerne, dass die hineinbewegt wird. Wieder auf mein X, wähle meine Pfeile aus, hier mache ich wieder Linie zeichnen, wieder zu, wähle noch die erste Wolke aus, wieder Linien zeichnen und wähle noch die dunkle Wolke mit unseren Regentropfen aus, wieder Aufbau hinzufügen, Linie zeichnen. So. Genau in der Reihenfolge, wie Sie jetzt das eigentlich angewählt haben, würde jetzt das Ganze animieren. Es könnte mir jetzt aber auch passieren, dass ich sage, oh je, ich habe jetzt, möchte jetzt noch was ergänzen, ich möchte irgendwo die Reihenfolge ändern. Das geht ganz, ganz leicht, indem Sie rechts oben, oh, jetzt bin ich soweit, auf die drei Punkte mit den drei Strichen hingehen, die wählen Sie aus und jetzt sehen Sie sofort die Abfolge von den ganzen Animationen, die Sie bis jetzt ausgewählt haben. Und hier können Sie auch ganz einfach, indem Sie zum Beispiel jetzt sagen, okay, ich habe jetzt die zwei Pfeile ausgewählt und ich möchte eigentlich, dass die
sozusagen schon animiert werden, bevor die Sonne kommt, dann brauche ich nur hinaufgehen und ziehe es einmal nach oben und schon würde es in meiner Animation einfach früher erscheinen. Ich habe aber jetzt hier auch die Möglichkeit, dass ich auswähle, wann denn die Animation startet. Hier hätte ich jetzt zum Beispiel per Tippen. Ist in Ordnung, das heißt, ich könnte einmal auswählen, wenn sozusagen die erste Animation startet. Dann gehe ich weiter mit Weißwasserkreislauf. Hier möchte ich aber nicht mehr, dass das jetzt immer mit per Tippen startet, sondern möchte ich eigentlich, dass es automatisch nach der ersten Animation geschieht. Und dafür haben Sie hier unten die Möglichkeit mit Animation 1 oder nach Animation 1. Und hier wählen wir es einfach nach Animation 1 aus. Dasselbe machen wir jetzt mit dritten Animation. Auch hier möchte ich wieder nach Animation 2. Mit dem Pfeil wähle ich auch nach Animation 3. Und mit der Sonne könnten wir jetzt ausprobieren und sagen, okay, ich möchte es eigentlich, dass die Pfeile gemeinsam mit der Sonne erscheinen, weil sozusagen, wenn die Sonne kommt, entsteht der Wasserdampf. Daher wählen wir hier zum Beispiel jetzt mit Animation 4 aus. Und dann haben wir auch noch unsere zwei Wolken. Auch hier mache ich wieder nach Animation 5 und auch bei der letzten Wolke nach Animation 6. Und jetzt könnt ihr mal anschauen, okay, wie schaut denn das aus, was wir jetzt eigentlich da produziert haben. Und dafür gehe ich jetzt da oben auf die Play-Taste und schaue mir mal an, was denn passiert. Und Sie sehen schon, er animiert genauso, wie wir es ihm jetzt sozusagen vorgegeben haben, Step by Step. Das Einzige, was jetzt natürlich ist, das Ganze war ein bisschen schnell. Und hier könnte man wieder, so wie wir es vorher schon hergezeigt haben, ich könnte es auswählen, was ich möchte. Zum Beispiel jetzt die letzte Wolke. Bleib wieder bei Linien zeichnen. Lange oben. Und könnten wir hier wieder die Dauer zum Beispiel verändern. Damit alles einfach ein bisschen langsamer passiert. Und wenn ich dann zufrieden bin, gehe ich links oben auf Fertig. Und wäre eigentlich mit meiner Animation fertig. Sie können jetzt aber auch noch gleich zum Beispiel auch einen Ton mit aufnehmen. Zum Beispiel, wo die Kinder gleich automatisch den Wasserkreislauf erklären und der dann einfach bei der Animation gleich mitgesprochen wird. Und das funktioniert folgenderweise, indem Sie auch hier oben auf die zwei Bilder hinaufgehen und dann würden Sie hier auf Audio aufnehmen. Brauchen Sie nur wieder Aufnahme auswählen. Jetzt nimmt er mich schon auf. Jetzt will ich gleich auf Stoppen. Könnten hier jetzt die Vorschau anhorchen, könnte es bearbeiten. Ich weiß, ich bin zufrieden und gehe gleich rechts oben auf Einfügen. Und schon hätte ich hier meinen Ton und könnte hier das ganze selbe wieder machen, wie ich es vorher mit den anderen Animationen gemacht habe, indem ich rechts oben auf den Kreis mit den drei Punkten gehe und wieder animieren auswähle und könnte jetzt sagen, wieder ich gehe rechts oben auf meine drei Punkte und könnte theoretisch sagen, okay, der Ton soll von Beginn an starten, das heißt, das ziehen wir gleich ganz nach oben zum Beispiel. Und Sie sehen, es wiederholt sich und ist immer wieder dasselbe und daher können es dann auch relativ schnell, wenn Sie es erstes einfach einmal mit der Grundfunktionen starten, indem sie sagen, sie lassen die Kinder einmal eine Blume zum Beispiel nachzeichnen und animieren, ein Auto oder irgendein Tier, was ihnen ganz besonders gefällt. Und im nächsten Schritt versuchen sie dann einfach wirklich sozusagen irgendein Thema herzunehmen und das einmal mit den Kindern gemeinsam arbeiten. Und dann ist es wirklich immer wieder einfach dasselbe. So, ich gehe wieder auf Fertig. Und jetzt möchten wir ja eigentlich das Ganze ja auch nicht nur in der Keynote-App aus Animation haben, sondern Sie möchten es ja dann wahrscheinlich auch gerne wirklich aus Video haben, damit Sie es vielleicht Ihren Eltern schicken können oder damit Sie es auch wirklich einfach aus Video überall herzeigen können. Und dafür gehen Sie hier oben, wo das kleine Pfeil bei Präsentation 11 ist, wo einfach der Name, der Titel von Ihrer Arbeit ist, gehen Sie
drauf und wählen Sie dann aus Exportieren. Und dann haben Sie hier die Möglichkeit, das geben wir als PowerPoint, als PDF. Und wir wollen ja einen Film haben. Daher, wir wählen Film aus. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, die Auflösung, die lasse ich auf 1080 Punkte, die Bildrate lasse ich bei 30. Und bei Folienbereich haben wir ja drei Folien. Das heißt, ich möchte aber jetzt nicht alle drei, ich möchte jetzt in unserem Fall nur die dritte Folie auswählen. Das heißt, hier wähle ich die hinauf und wähle aus Folien 3 bis 3. Wenn ich zufrieden bin, gehe ich wieder oben zurück. Filmoptionen hat es sich gemerkt. Unten brauche ich dann eigentlich nur was wechseln. Ich sage, okay, ich habe das zum Beispiel bei 2 Folien animiert. Dann könnte ich auswählen, wann wechselt er zur nächsten Folie oder wann startet automatisch die nächste Animation. Wenn ich zum Beispiel irgendwo vergessen hätte, dass er sagt, er soll automatisch mit der nächsten Animation weitermachen. Wenn Sie irgendwo nur ausgewählt hätten, also per Knopfdruck, dann würde er hier 2 Sekunden warten und würde automatisch mit der nächsten Animation starten. In unserem Fall passt es. Ich gehe auf Exportieren und er ladet schon und erstellt schon unser erstellten Wasserkreislauf. Und jetzt könnte ich gleich sagen, okay, ich möchte mir das Video natürlich Video sichern. Und wenn ich jetzt auf Video sichern gebe, macht das so wie immer am iPad, er gibt es mir sofort in meine Fotomediathek. Und Sie sehen schon links unten, hier wäre schon unsere Animation. Und sie würde schon so ein Video starten. Jetzt drücken wir gleich auf Pause und könnte jetzt natürlich ganz einfach über links oben, über das Pfeil mit dem Eck, könnte ich sofort das Video jetzt dort einfach verschicken. So, wir haben noch ganz kurz, dann würde ich Ihnen jetzt noch einen sozusagen kleinen anderen Trick noch zeigen, zwar mit iMovie, was wir jetzt in der Volksschule gemacht haben. Und iMovie ist auch einfach eine gratis App, die am iPad oben ist. Und wenn Sie es vielleicht schon ein bisschen kennengelernt haben, ist einfach mit iMovie können Sie ganz, ganz großartig Filme erstellen und auch eigentlich sehr einfach. Und im nächsten Schritt zeige ich Ihnen einfach einmal ganz kurz in iMovie, wie wir mit einem Greenscreen gearbeitet haben. Wenn Ihnen das jetzt nicht gesagt, kein Problem. Ich zeige Ihnen das sofort, nachdem wir nur kurz sozusagen 20 Sekunden von einem Ausschnitt von einem von uns erstellten Video zeige. Heute für Sie im Studio mit Background Noise und 1 Punkt mehr Rinder. So, und Sie sehen auch gleich hier jetzt mit diesem sozusagen Foto, wir haben jetzt da kein großes Film- und Tonstudio in unserer Schule, sondern wir haben einfach wirklich im letzten Eck im Keller einen kleinen Raum uns gesucht, haben uns einfach einen Tisch hineingestellt, haben ganz hinten uns ein großes grünes Leintuch gewählt und vorne haben wir einfach von allen Kindern zusammengesammelt und haben das und den Tisch sozusagen einfach mit grünem Papier abgedeckt. Und das überspringen wir jetzt. Hier nur ein kurzes 3 Fotos, wie Sie sehen, so schaut es oder sagen momentan unser kleines Film- und Tonstudio bei uns in der Schule einfach aus. Ja, und wie funktioniert jetzt das Ganze? Das ist zum Glück dank iMovie sehr, sehr einfach. Dafür müssen Sie jetzt nur die iMovie-App öffnen. Sie sehen es da unten, die App mit der Kamera drauf. Wählen Sie aus
Dann wählen Sie aus Neues Projekt beginnen und dann rechts auf Film. Jetzt möchte ich einfach einmal noch kein Video oder keine Datei auswählen und gehe jetzt einfach einmal auf Film erstellen. Jetzt muss man sich nur eines bedenken. Jetzt brauche ich als erstes einmal in meiner Videodatei das, was ich als Hintergrund haben möchte. Und dafür habe ich mir jetzt zum Beispiel bei Fotos, wenn ich jetzt hier rechts oben auf die Mediathek gehe, Sie sehen hier Video, Fotos und auch schon eigentlich Hintergründe, die könnte ich jetzt auch auswählen. Da haben Sie so einfärbige Farben, Muster und Verläufe. Ich gehe jetzt aber auf Fotos und oben auf alle und wähle mir jetzt mein Karibikfoto aus und gehe mit Plus hier auf Hinzufügen. Und Sie sehen es sofort, er fügt es hier als 6 Sekunden Video hinzu. Im nächsten Schritt gehe ich dann einfach mit Fingertouch, kann ich es hin und her verschieben und schaue, dass ich mit meiner weißen Linie, die Sie da hier sehen, ganz am Anfang von meinem Film hingehe. Dann gehe ich oben wieder bei Medien, gehe ich zurück und suche mir jetzt mein Video heraus, das ich aufgenommen habe. Das habe ich hier und brauche jetzt nur mehr aussuchen, welchen Videoclip ich haben möchte. Gehe dafür einfach einmal per Fingertouch drauf und dann öffnet er sich sofort dieses kleine Fenster mit dem Plus, mit der Play-Taste und drei Punkten. Und wir brauchen jetzt die drei Punkte, gehen hier hinauf und dann habe ich jetzt die Möglichkeit, als vorletzten Punkt Green und Blue Screen auszuwählen. Das heißt, Sie hätten auch die Möglichkeit, das Ganze auch mit blauem Hintergrund zu gestalten. Wir aus der Erfahrung verwenden aber einfach grundsätzlich immer einen Greenscreen. Da ist das Problem ist, dass die Kinder natürlich oft irgendwo eine blaue Jeanshose anhaben, doch eher ein blaues Leibal oder irgendetwas. Und dann ist halt oft das Problem, dass das Programm auch wirklich den Unterschied erkennt. Und bei diesem hellen, wirklichen Grün ist ganz, ganz selten, dass da irgendwer von den Kindern etwas Ähnliches anhat. Daher Green und Blue Screen auswählen und er fügt es mir jetzt da sofort hinzu und Sie sehen schon, meine zwei Kinder aus der Schule wären schon dort sozusagen am Strand, beim See und würden dort schon ihre Nachrichten aufnehmen. Noch ein kleiner Punkt vorweg, damit Sie einfach auch hier aufpassen ist, Sie sehen, er hat den Clip, den wir jetzt hinzugefügt haben, genauso lange gemacht, wie der Hintergrund war, den wir haben. Wenn Sie sagen, oh je, da fehlt ja jetzt dort nur eigentlich einiges. Es ist überhaupt kein Problem. Sie gehen einmal mit dem Finger einfach hinauf auf den Clip, bekommen dann links und rechts diese großen, dicken, gelben Markierungen. Die können Sie einfach mit Fingerdruck auswählen. Sie gehen einmal hinauf und können jetzt das Video einfach länger ziehen und Sie sehen sofort, oben das Video wird auch automatisch länger und ich kann es mir so lange ziehen, bis ich sehe, ah, okay, das Video ist aus. Sie sehen es. Da kommt nichts mehr, jetzt gehe ich wieder zurück und ziehe es mir jetzt genauso lange, wie das Video jetzt eigentlich dauert und hätte einfach schon jetzt dort meine animierten Greenscreen bzw. Bluescreen in der Schule gemacht. Und das geht wirklich, wirklich einfach und das lieben die Kinder. Wir haben es zum Beispiel einfach nur noch als Beispiel genannt, auch schon gemacht, dass man gesagt haben, okay, die Kinder erklären jetzt einfach zum Beispiel, was ein Roboter alles kann. Und haben wir sie dafür auch die Technik angeschaut und dann war mein Hintergrund den Roboter hergezeigt und auf einmal hat es so ausgeschaut, weil wir die Kinder im Roboter drinnen wären und hätten so einfach die Funktionsweise eines Roboters erklärt. Als letzten Step, den ich Ihnen noch kurz zeige, bevor wir dann jetzt eh schon wieder am Ende sind, ist einfach eine Funktion von iMovie, die ich besonders lieben gelernt habe, einfach eher jetzt Richtung für aus Lehrersicht, beziehungsweise aus Lehrerinnensicht ist, wenn ich jetzt hier oben einfach einmal auf fertig gehe, weil ich jetzt mit meinem Video fertig bin und
Jetzt waren wir noch nicht ganz fertig, jetzt habe ich es natürlich vergessen wieder. Sie können hier unten wieder auf Freigeben, auf Exportieren gehen und können sich so wieder auch das Video auch exportieren als Videoformat. Ich gehe jetzt oben auf Projekt aber noch einmal zurück und möchte nur zeigen, dass wenn Sie auf ein neues Projekt beginnen, auch die Möglichkeit haben, Storyboard und Magic Movie auszuwählen. Und Magic Movie ist ganz, ganz toll. Probieren Sie das einfach einmal aus nachher, wenn Sie dann gleich Zeit haben, ist, Sie können beim Magic Movie einfach ein Fotos auswählen, die Sie bereits gemacht haben, oder einfach Alben, die Sie schon haben, wie zum Beispiel hier Lego wie du klein, könnte ich jetzt auswählen. Sie brauchen nur noch draufklicken und er erstellt automatisch mit den Fotos und Videos einen Film, wo Sie, ich zeige Ihnen das jetzt ganz kurz, einfach die Videos sind, es ist der Titel dabei, wenn Sie Bilder dazwischen haben, sind die Bilder automatisch schon schön animiert und er erkennt anhand von der Musik, wird jetzt gesprochen oder nicht und macht es lauter und leiser. Das heißt, Sie sehen, Sie hätten sofort innerhalb von einer Minute einen super kleinen Clip, den Sie einfach den Eltern auch mitgeben können. Beziehungsweise so kann man auch sagen, okay, die Kinder müssen zu irgendeinem Projekt ein paar Fotos, Videoclips gestalten. Und machen dann so einfach selbst schnell ein kleines Video, was wir auch immer wieder machen. Zum Beispiel haben wir auch letztens gehabt, die Kinder haben eigenständig irgendwelche Produkte gestalten und haben jetzt ein kleines sozusagen Werbevideo gemacht und dafür haben sie einfach Clips und Videos gemacht, weil da ist, war wirklich sozusagen noch Grundstufe 1, das war denen noch zu schwierig, dass wir wirklich Film geschnitten haben und da war dann einfach nur, die Kinder haben dann einfach ein neues Projekt beginnen und haben über Magic Movie dann einfach ihren eigenen Film gestalten können. Weil Sie sehen sonst auch, wenn Sie hier noch hineingehen, Sie haben natürlich sonst auch noch die Möglichkeit, das auch noch zu bearbeiten und dann wieder ins Detail zu gehen.